versuche noch mal kurz zwischenzuspeichern. Und dann kann es jetzt weitergehen. Ach ja, richtig. This isn't the way in. That way leads down into the valley. Wow, you know your way around, yeah? Huh? Hm. Hier unten befindet sich nämlich auch eine Bestie, die man optional erhalten kann. Aber dafür muss man auch einen hohen Preis bezahlen. Dieser Ort, an dem Sir Yokun trainierte, ist für die Bürgerwehr heilig. Bevor Sir Yokun zum Medium wurde, war er ein Mitglied der Bürgerwehr. Hier geht's ja auch noch weiter. Meine Güte. Huch! Ja, okay! Ich wollte eigentlich erstmal woanders lang, aber okay. Vielleicht macht es auch gerade Sinn, dass ich jetzt hier erstmal lang laufe. Ja. Hallo. Das hohe Medium Yokun trainierte einst hier an diesem Ort. Die Bürgerwehr sollte hier dir das Gleiche tun und sich wieder Sinn stellen. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Dann bin ich wirklich froh, dass ich da lang gelaufen bin. My will is strong. Denn dann habe ich hier schon mal alles erkundet. Okay, weiter geht's. Und wechseln hier noch mal gerade. Farewell. Ein altes Schwert erhalten. Huch. Okay. Moment. Das muss ich mir gerade mal ansehen. Altes Schwert. Moment, wie kann ich mir das hier... Ach, hier, glaube ich. Das ist bestimmt für Tidus. Oder? Nee. Für Auron? Auch nicht. Doch haben sich viel zu wenige Gleichgesinnte hier wieder zusammengefunden. Gibt es denn wirklich nichts mehr, was wir noch tun können? Ein altes Schwert... Wo ist das? Oh! Tidus lernt die Ekstase... Triumph! Den Ekstase-Typ Triumph erlernt. Nice. Warte mal, ich werde hier nochmal ganz kurz speichern, bevor ich jetzt hier nach links weitergehe. Aber vorher natürlich erstmal noch ein paar Punkte verteilen. So. Erstmal möchte ich hier noch mal ganz kurz speichern. Bevor wir hier gleich nach links weitergehen. Und hier geht es was ganz Besonderes. Where are we? Erstmal reingehen, aber wo sind wir denn? As are the fiends.
Hey, this where... Where? What? The summoner I guarded on my first pilgrimage died here. Ach, darin doch. Ist doch ein Medium gestorben. Yuna, let's go. The faith awaits. Wenn man sie richtig einsetzt, so eine richtig gute Bestia. Aber man zahlt einen Preis dafür. Oh Gott, wie waren das hier nochmal? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, das kommt, glaube ich, erst später, wenn man die Höhle erkundet hat. Was man dort wieder zurück sich teleportieren lassen kann. Aber das kommt erst später, wie gesagt. Ja, das sind hier relativ... mal. Okay, das sind relativ schwache Monster, aber ich glaube, hier gibt es auch einige starke. Ja, und die einen sogar noch versteinern können. Ich hatte gerade eine Ahnung, warum Rico gerade eine Perseus-Granate gesammelt hat. Ich brauche eine Goldnadel für Rico. So, und weiter geht's. Waka war schon dran. Fides war noch nicht. Aber Lulu war auch noch nicht dran. Ach, Mann. Ja, egal. Und hier seht ihr auch schon diese ganzen kleinen Lichter. Das sind auch diese ganzen Monster. Erstmal den hier erledigt. Oh Mann. Das ging daneben. Mit ihr. Nein, ich brauche auf jeden Fall Vita für den Murray. Ach, einigermaßen zumindest. Kann Rico das jetzt hier auseinanderbauen? Oh, yes. Findet man hier auch. Was war das? Ein Wunderpfott. Ich würde einfach mal sagen, ich hau ab. Come out and fight like a man. Ich würde einfach mal sagen, wir hauen ab. Moment, das war echt auch nicht hier spezial. Und tschüss. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, wie stark dieser Wunderpott ist, weil der hat eine ziemlich hohe AP oder ziemlich hohe HP. What's a faith doing in a place like this? Don't ask me. They say it was stolen from a temple long ago. Huh? With no faith, summoners cannot train. Without training, they cannot call the final Aeon. Without the final Aeon, they cannot defeat Sin. Das wollten einige. That is why. Cause then the summoner won't die. That must be what the thief was thinking. I kinda agree with him. Mm-hmm.
man kann es so ein wenig verstehen, aber... Ach, schon wieder dieser Wunderpott. Nee, ich hau ab. Oh, okay. Es ging gerade nicht. Ich glaube, das wird nicht viel bringen. Volltreffer? Phönixfeder erhalten. Ach, guck, eine Schau. Oder wenn man den angreift, bekommt man was? Vielleicht so? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich versuche ihn mal jetzt mehrmals anzugreifen. Mal sehen. Volltreffer. Wieder eine Phönixfeder erhalten. Oh. Daneben. Oh, jetzt greift er uns an. Und ist weg. Und keine Items erhalten. Außer jetzt diese Phönixfeder. Okay, es macht auf der einen Seite Sinn, den anzugreifen, aber auf der anderen macht es halt auch nicht wirklich Sinn. So, erstmal wieder alle heilen. Also können wir diesen Wunderpott getrost auch beiseite gehen lassen. Den brauchen wir nicht unbedingt. Die anderen Gegner hingegen schon. Dann holen wir uns jetzt hier noch dieses... Diese Astra und dann wird für heute auch erstmal wieder Feierabend gemacht. Allzu tief ist diese Höhle ja, glaube ich, nicht. Glaube ich zumindest. Kann mich natürlich auch irren. Doch, glaube ich, dass sie nicht allzu tief war. Please, fight with us! Ich könnte damit alle angreifen, aber dann halt jeden einzeln. Ich bin jetzt auch nicht allzu stark. So. Und tschüss.